Wenn du dein Leben verändern möchtest, kannst du das Gesetz der Anziehung nutzen. Deine Realität hat bereits stattgefunden. Das, was du jetzt gerade erlebst, ist die Verzögerung dessen, was du gedacht und gefühlt hast. Wir erleben stets das, womit wir uns geistig beschäftigen. Und die meisten von uns sind damit beschäftigt, was gerade beschissen läuft. Wie wäre es, wenn du jetzt die nächsten 3 Monate jeden Tag trainierst, deinen Geist darauf zu trainieren, was du möchtest? Das heißt, du stellst dir immer wieder vor, was du wirklich präzise in deinem Leben haben möchtest und passend dazu trainierst du deinen Körper, das zu fühlen. Es ist nicht einfach, es ist nicht ohne. Viele kennen das Gesetz der Anziehung. Viele nutzen es und die meisten haben damit keinen Erfolg. Warum? Weil sie aufgeben. Sie benutzen es vielleicht 1 Woche, 2 Wochen und sagen, tja, jetzt habe ich es mir vorgestellt und trotzdem habe ich immer noch nicht genug Geld. Trotzdem habe ich immer noch nicht die Beziehung, die ich haben will oder die Figur, die ich haben will. Aber das ist wie Training. Ja? Es nützt nichts, 2 Wochen zu trainieren und dann aufzuhören. Trainiere regelmäßig deinen Körper, das zu fühlen, was du gerne hättest. Wie würde es dich anfühlen? Kannst du das die nächsten 3 Monate jeden Tag üben und jeden Tag für ein paar Minuten deinem Körper das Gefühl schenken, wie es wäre, wenn dein Ziel bereits erreicht wäre? Ihr wisst, dass all diese Sachen, die ich euch hier erzähle, ich mir nicht einfach nur aus dem Kopf rausgesogen habe. Es gibt genug Wissenschaftler, die darüber reden. Das ist Quantenphysik. Wenn wir uns die Atome anschauen, wie die sich bewegen und dass sie sich drehen in die Richtung, wie wir fühlen und denken, beziehungsweise alles ist Energie in diesem Universum. Wir auch und wir sind auch Schwingung. Das heißt, wenn ich mich ständig in der Schwingung der Trauer aufhalte, ständig in der Schwingung des Frustes oder der Enttäuschung oder von Zweifel, das haben ja ganz, ganz viele. Viele wissen, dass das Gesetz der Anziehung funktioniert, zweifeln aber, ob es für sie funktioniert. Und jetzt stell dir mal vor, du bringst deinem Körper ständig bei, in dem Gefühl zu sein der erfüllten Erfüllung. Das ist, wie heißt der? Da gibt es doch einen, ich werde ihn euch einblenden, der, ja, ist egal, wie er heißt, der erzählt immer wieder von dem Gefühl der erfüllten Erfüllung. Wir alle wissen es, wir alle hören es, wir alle lesen es, ja, vielleicht nicht wir alle. Aber wer trainiert seinen Körper darauf? Wer trainiert seinen Geist darauf, morgens schon zu überlegen, was möchte ich denn heute für Gedanken haben? Tagsüber sich zu beobachten, wo sind denn jetzt gerade meine Gedanken? Sind das Gedanken, die ich gerne in der Realität erleben würde oder eher nicht? In welche Richtung dürfen meine Gedanken gehen? Wo ich sage, ja, diese Gedanken würde ich gerne in der Realität erleben. Welche Emotionen habe ich? Reagiere ich gerade? Reagiere ich auf das, was gerade da ist? Oder erschaffe ich mit meinem Körper Gefühle, die passend zu meinem Ziel sind? Stell dir mal vor, wie würde es sich anfühlen, wenn du jetzt in diesem Ziel da wärst? Kannst du dir vorstellen, dass du es wert bist, dass dieser Wunsch sich morgen bereits erfüllt und morgen bereits schon alles so ist, wie du es dir wünschst? Wie viel Wert stehst du dir zu? Kann man das so sagen? Beziehungsweise wie viel deine Manifestation, wenn die sich jetzt ganz schnell erfüllt, wie viel kannst du ertragen an Schnelligkeit, dass es plötzlich da ist, wo du sagst, boah, es ist da. Kannst du es von der Schwingung her halten? Kannst du es glauben? Kannst du es leben? Kannst du es feiern? Kannst du es fühlen? Ja. Kannst du. Frage dich. Das ist sehr, sehr, sehr wertvolles Wissen. Joe Dispenza hat dazu viele Bücher geschrieben. Greg Braden hat dazu viele Bücher geschrieben. Es gibt so viele Bücher zum Thema Gesetz der Anziehung. Ich will jetzt gar nicht euch irgendwelche Bücher hier weiterempfehlen, weil ich war selbst jahrelang in dem Loop, nur Bücher zu lesen mit der Schwingung. Ich weiß noch nicht, wie es geht. Ich muss es erstmal lernen. Aber wenn wir es jeden Tag trainieren, weil das Wissen ist ja da, fühle einfach das, was du gerne hättest. Pass dich dieser Schwingung an und fokussiere dich nicht zu sehr auf das, was gerade in deinem Alltag abgeht. Wir sind so sehr geblendet von dem, was gerade läuft, von dem Problem, in dem wir gerade drin sind. Wie wäre es wirklich, wenn du das schaffen kannst, die Schwingung zu halten von dem, wie würde ich mich fühlen, wenn es bereits erfüllt wäre? Trainier das mal mit mir, die nächsten 3 Monate, jeden Tag wenigstens für ein paar Minuten. Wenigstens ein paar Minuten. Und dann kannst du es ja steigern. Wenn du das jetzt schon täglich trainierst, wirst du nach 3 Monaten so in der Schwingung drin sein, dass es leichter ist, es zu halten. Und dann bist du in einem Jahr ganz woanders und bist froh, dass du heute angefangen hast. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Zeit. Falls dir diese Videos gefallen, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und bis bald zum nächsten Video.